Diesmal nehme ich euch mit auf eine Reise mit nach Side in der Provinz Antalya, Türkei. Und wir begleiten bei dieser Reise eine Fußballmannschaft aus Berlin bei ihrem Trainingslager, um für sie Filmaufnahmen zu machen. Wir fliegen von Berlin nach Antalya mit SunExpress. Nachdem wir eingestiegen sind, haben wir Glück und finden eine freie Reihe, wo wir viel Platz haben. Die Beinfreiheit hier im Flieger ist auch ziemlich okay. Aber eins muss ich jetzt hart kritisieren. Dieser Rosenbörek, Gülböreği, war mit Abstand der schlechteste Börek, den ich je gegessen habe. Also bestellt das auf keinen Fall. Jedoch war der Flug im Allgemeinen sehr angenehm. Nach Ankunft haben wir direkt unseren Mietwagen abgeholt und sind Richtung Hotel gefahren. Unterwegs wollten wir eine Kleinigkeit essen, weil wir nicht sicher waren, ob es noch im Hotel etwas zu essen gibt. Hier seht ihr die Preise, die sind ziemlich gut. Ich hatte mir hier eine Hühnersuppe bestellt und als sie von meinem Instagram-Account erfahren haben, wollte der Chef direkt eine Show abziehen. Hat aber leider meine Suppe verkackt. Das war einfach zu viel und nicht mehr genießbar. Die erste Nacht, wir fahren zum Hotel noch. Wir haben gerade was gegessen. So, jetzt packen wir und danach checken wir mal ab, wie unser Zimmer aussieht. Jetzt sind wir im Hotelrestaurant und die haben jetzt für den Fußballclub hier extra noch auf. Es ist so ungefähr 1 Uhr, sogar ein bisschen drüber. Hier sind sehr viele verschiedene Teams. Hier ein Team aus Aserbaidschan und da hinten aus Polen und aus anderen Ländern. Also sieht ziemlich groß aus hier. Mal gucken, wie das sonst aussieht. So, das ist unser Zimmer, Leute. Schauen wir mal, sieht ziemlich modern aus. Ich hoffe, das Internet ist gut, dann kann ich hier arbeiten, Digga. Und hier unser Balkon. Unser Balkon sieht auch gut aus. Ich werde noch ein extra Hotelcheck-Video für euch vom Hotel machen, wo wir die ganze Woche waren. Das wird aber ein extra Video und aus dem Grund verrate ich euch den Namen des Hotels erst in dem anderen Video, wo ich das 5-Sterne-Hotel von A bis Z für euch abchecken werde. Nach dem Training von den Fußballern sind wir auch zum Fitnessstudio des Hotels zum Training gegangen, damit wir danach uns mit Essen belohnen durften. Also das Essen war jetzt ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass wir so viel Hunger hatten. Aber ich habe ein paar Nachrichten von euch bekommen und einige meinten, das Essen schmeckt nicht so hier. Ich muss sagen, beim ersten Abendessen kann ich dem nicht zustimmen. Es war ziemlich gut. Ich würde sagen, so eine 2 minus 2. Ah, Cheesecake. Das könnte gehen, oder? Cheesecake. Es sieht nicht schlecht aus, gut eigentlich. Und hier der Healthy-Bereich. Ich musste natürlich direkt übertreiben. Wie ihr sehen könnt, sind sogar auch Nationalmannschaften hier in diesem Hotel beim Lager. Diese Gegend in Antalya ist international beliebt für Fußballurlaub, beziehungsweise für die Winterpause der Mannschaft. Hi Leute, ich bin jetzt hier am Strand. Ist ein bisschen spät geworden, aber ich wollte trotzdem mal runter. Es ist Ende Januar in Antalya, Manavgat, Ilija heißt es hier. Und viele sagen 5 bis 10 Grad kühler als normal. Also der Winter hier in der Türkei dieses Jahr ist stark. Und es war bis jetzt sehr kalt, bis auf heute, tagsüber. Und jetzt wird es, wo die Sonne schon untergegangen ist, wieder kühler. Aber ich wollte trotzdem mal hier zum Strand, um euch das mal zu zeigen. Der Strand sieht ganz okay aus. Also es ist jetzt kein Traumstrand oder so. Mein Kollege Selçuk, der war heute unterwegs, hat noch eigene Projekte hier in der Gegend. Ich bin heute mit dem Verein, mit dem ich hier bin, beim Trainingslager bzw. beim Trainingsspiel gewesen, habe da ein paar Aufnahmen gemacht. An dieser Stelle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, mir auf Instagram und auch auf TikTok folgt. Jetzt fahren wir zum Einkaufszentrum hier in Manavgat und wir haben nur noch eine halbe Stunde, aber für Männer ist das total ausreichend, oder? Also, ich guck mir ein paar Oberteile, ein paar Hosen an. Das war's, Leute. Hier die ganzen Läden. Syvari und so. Ich muss auch unbedingt zur Türk Telekom, damit ich mir eine SIM-Karte kaufen kann. Eine Nervenskontrolle.
Geile hier in den Malls hier sind immer schön sehr viel Platz bei den Parkhäusern. Meistens. Und natürlich keine Gebühr. Ich habe mir direkt von einem meiner Lieblingsläden in der Türkei, Altın Yıldız, eine spezielle Hose geholt. Die ist besonders bequem und dazu ein paar Schuhe. Umgerechnet circa habe ich 60 Euro gezahlt. Das war's schon von der ersten Folge in Antalya. In den nächsten Folgen werde ich die antike Stadt von Side besuchen, hier um die Ecke 5 Minuten. Und wie gesagt, auch ein extra Hotelcheck-Video von dem 5-Sterne-Resort machen, wo wir hier in Manavgat, Antalya übernachten und noch vieles mehr, was euch interessieren könnte. Abonniert also den Kanal, aktiviert die Glocke und supportet auf Ehrenbasis. Fühlt euch gedrückt, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Attila Barbarossa.